In diesem Video möchte ich dir den sogenannten holländischen Aufbau vorstellen und ein paar Varianten geben und Anwendungsmöglichkeiten geben, wie du den einsetzen kannst. Der Aufbau ist wie folgt. Du nimmst dir im Optimalfall Stangen, es können aber auch kleine Pylonen sein ansonsten, und die stellst du hier mit vier Stangen, machst du quasi drei Tore und hier auf der anderen Seite auch mit vier Stangen drei Tore. Deswegen sind Stangen auch besser als Pylonen, weil die ein bisschen höher sind. Im Optimalfall natürlich Plastikstangen und nicht Metallstangen, wenn du in der Halle hast. Dann nimmst du dir entweder passend Linien, die bei euch in der Halle sind, oder du kannst hier auch mit Plättchen Linien machen, die dann quasi als Wurfzone gelten, so wie hier Wurfkreis, ne, 6 Meter, wo man nicht rein darf, ist das gleiche hier. Hier darf man nicht rein und muss vorher werfen. Jetzt haben wir zwei Mannschaften. Rote Mannschaft, du siehst schon, in jedem Tor hier steht ein Torwart. Und dann haben wir drei Abwehrspieler. Blaue Mannschaft, das gleiche. Ein Torwart in jedem Tor plus drei, hier in diesem Fall dann gerade Angriffsspieler. Jetzt gibt es zwei verschiedene Varianten. In der ersten Variante dürfen die Abwehrspieler hier sich nur auf der Linie bewegen, also nicht nach vorne attackieren und die Angreifer unter Druck setzen, sondern nur auf der Linie sich bewegen. In diesem Fall sollen die Angriffsspieler, ne, wir sind dann hier jetzt so im E-Jugend-D-Jugend-Bereich, können die Angriffsspieler lernen, den Ball schnell zu passen und sich links, rechts zu bewegen dabei, möglichst schnell zu bewegen, um eine quasi freie Wurfchance zu kreieren. Das heißt, wenn der sich ein bisschen nach hier bewegt, ziehen die Spieler nach hier hin nach, dann bewegt der sich vielleicht nach hier, bekommt hier den Ball und der hier ist nicht schnell genug nachgezogen, hat jetzt hier eine Wurfmöglichkeit kreiert, dass er hier aufs Tor werfen kann oder hier aufs Tor werfen kann. Also das ist so eine Variante, wo die Abwehrspieler dann nur hinten sich auf der Linie bewegen. Wenn der Ball dann hier rüber geht, dann wird quasi diese Mannschaft hier auf die Abwehrlinie gehen, der Ball wird rausgespielt und dann greifen die hier im 3 gegen 3 auf die andere Seite an. Das wäre so die erste Variante, wo die Angreifer noch nicht unter Druck gesetzt werden. Sehr, sehr einfach. Wie gesagt, E-Jugendbereich, D-Jugendbereich. Bevor wir mit der zweiten Aufbau, mit der zweiten Variante starten, lass mich dich kurz darauf hinweisen, dass im Coaching Club diese Woche noch vier Plätze frei sind. Zwei sind bereits vergeben. Wir lassen aktuell jede Woche sechs neue Trainer in den Coaching Club rein. Vier Plätze sind noch frei. Die kannst du dir möglichst schnell sichern, wenn du noch nicht Mitglied bist, einfach auf handballhacks.com. Und ansonsten, wenn du nicht unter den nächsten vier Leuten bist, wird erst nächsten Montag werden wieder neue Plätze geöffnet. Jetzt lass uns in die zweite Variante hier mit reingehen. Wir greifen uns mit Rot einfach mal an auf die andere Seite. Und die zweite Variante wäre, dass die Abwehrspieler dann jetzt hier entweder in einer eher sinkenden Manndeckung spielen oder in einer Manndeckung mit ein bisschen Abstand, dass schon einfach mannbezogen hier Abwehr gespielt wird, aber nicht Manndeckung über den gesamten Raum, sondern dass wir unseren Angreifern die Chance geben, bestimmte Techniken einzusetzen, je nachdem, wo wir mit unserer Mannschaft gerade sind. Es könnte sein, dass wir hier Körpertäuschungen mit unserer Mannschaft trainiert haben und jetzt hier Körpertäuschungen einsetzen möchten. Es könnte sein, dass wir hier Passen und Prellen einsetzen, je nachdem, was der Leistungsstand deiner Mannschaft ist. So könnte es theoretisch auch sein, dass du immer Überzahl spielen lässt, wenn bei dir zum Beispiel schnelles Passen gerade dran ist oder Passen und sich im Raum bewegen, dann könnte es sein, dass du ihr Überzahl spielen lässt, damit die Kinder hier Pässe anwenden können, sich bewegen können, ne, und dann auf das freie Tor hier draufwerfen können. Und danach würde der Spieler hier quasi von der Seite reinkommen und zum Beispiel der das Tor geworfen hat, kommt hier raus und macht hier eine Übung. Das heißt, in diesem Aufbau kreiert man sehr, sehr viele in der Mitte, dann sehr, sehr viele entweder 1 gegen 1 Situationen oder halt genau die Situation, die du gerade brauchst und hat sehr, sehr viele Torwürfe, weil wir immer gerade aufs Tor werfen können. Es ist nicht so, wie wenn wir um 6 Meter spielen, dass das Tor nur in der Mitte steht und sich alles quasi aufs Zentrum ballt, sondern Torwürfe quasi von jeder Position überall passieren können aus einem guten Winkel. Und so kannst du dann immer hin und her spielen und dann zwischendurch natürlich Torhüter mit den Feldspielern wechseln lassen. Oder du nimmst den Wechsel vor, dass wenn jetzt die rote Mannschaft greift hier an und jetzt macht es die rote Mannschaft hier ein Tor, dass dann zum Beispiel die Torhüter hier rausgehen und angreifen und die Abwehrspieler dann zurückgehen. So.
würden die hier in die Abwehr gehen, die, die vorher im Tor waren, greifen jetzt hier zum Beispiel an, im 3 gegen 3 werfen da und dann kommen die aus dem Tor hier raus und die anderen gehen zurück. Und so könntest du dann einen fliegenden Wechsel die ganze Zeit haben in diesem Aufbau. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, ciao, ciao. We'll be right back.